Hallöchen, hier ist Kiok und es geht weiter mit Fire Emblem Heroes. Wahlturnier! Mal wieder und ich habe das letzte Wahlturnier, was eigentlich voll meins gewesen wäre, total nicht aufgenommen. Also ich habe es so zum Teil aufgenommen, aber ich kam nicht dazu, es einzusprechen und jetzt lohnt sich das ja eh nicht mehr, weil das sowieso schon das nächste da ist. Und es hat sogar Ephraim gewonnen, es ist so traurig, das erste Mal, dass er es mal schafft und ich hab es nicht aufgenommen, arg. Aber naja, was soll's. Dafür jetzt Töchter gegen Väter oder wie es aussieht? Hat mir das gerade nicht zu Ende durchgelesen, aber ich weiß, dass es um Väter und Töchter geht. Und bin überrascht. Zum einen wusste ich nicht, wer Lessos, nicht Lessos allerdings, Niles Tochter ist. Und ansonsten, ich glaube, das mit Lyra wusste ich auch nicht. Egal. Nette Überraschung auf jeden Fall, aber es wundert mich, dass die Töchter wirklich gegen die Väter antreten. Also direkt schon so in der ersten Runde, nicht so eine Seite nur Töchter, eine Seite nur Väter und dann stehen die sich so gegenüber, sondern ja, dass das so ausgefallen ist. Und ich weiß tatsächlich voll nicht, wen ich wählen soll. Alles schreit nach Robin, aber ich wollte ja mal anfangen, obwohl wenn ich mit Chrome spiele, dann kann ich eigentlich nur für Robin kämpfen. Also ich will jetzt nicht mehr mit allen Accounts im gleichen Team sein, deswegen variiere ich, aber wenn ich Chrome dabei habe, dann muss ich natürlich für Robin spielen. Das habe ich mir selber ein bisschen dumm gelegt und das ist natürlich super noch viel, viel blöder. Weil wir hinten liegen und ich habe noch keine Federn zum Federn, keine Flaggen zum Jubeln. Gar nicht gut, aber mal gucken, wie es wird. Jo, und hat eigentlich jemand von euch schon angefangen, Dragalia Lost auszuprobieren? Da gab es ja die extra Direct und ich glaube, da ist tatsächlich voll der Hype drum entstanden. Und mir ist das komplett vorbeigezogen. Understood. Nur zum Release ging es dann voll ab, dass ich dann auch gesehen habe, so, oh mein Gott, das ist ja, hier ist ja richtig was los. Yes. Da müsste ich, kann ich dann noch wieder zurückholen. Aber ja. Alright. Naja, und dann hatte ich auch voll Bock gekriegt, mir das Spiel mal zu holen, weil es tatsächlich auch ein paar coole männliche Drachen gibt. Alright. Und dann stellt sich heraus, dass es erstmal nicht in Europa zu spielen ist, also der Release war noch nicht in Europa, dachte ich mir, ach, kein Problem. Let's go. Das hat mich ja noch nie gehindert, ein Spiel anzufangen. Aber aus irgendeinem Grund scheint es so, Understood. Oder was heißt das scheint so, es ist tatsächlich so, dass ich das Spiel nicht installieren kann. Obwohl weder irgendwie so es gelootet ist oder sonstiges. Also Fire Emblem funktioniert auch, Pokémon Go funktioniert auch und das sind eigentlich die Spiele, die sofort Alarm schlagen, wenn irgendwas an deinem Handy verändert wurde. Weil Nintendo das ja gar nicht gerne hat, dass sich irgendjemand dadurch, upsala, durchschicken könnte. Nee, aber irgendeinen muss ich, glaube ich, opfern. Ja. Yes. Ich weiß schon, wer das Opfer wird. Naja, und da war ich dann erstmal verwundert, hab dann auch geguckt, weil es ist nicht so, dass ich da komplett, also dass da gar nichts passiert, sondern ich kann das, also sonst wäre es nämlich so gewesen, ich könnte das Spiel nicht installieren und dann schließt es sich schon automatisch, wenn ich es starte. Aber diesmal kann ich es nicht mal installieren und das ist halt mega seltsam. Und zurzeit gucke ich da einfach mal, woran das liegen könnte. Weil installieren müsste eigentlich gehen. Und ich habe das sogar schon auf dem Emulator ausgetestet, ob ich das Spiel... Also, ob wenn jetzt irgendetwas daran nicht stimmt, ob es daran liegen könnte. Und bei einem Emulator müsste das Spiel ja dann sowieso schreien. Auch wenn es, wenn mein Emulator für Fire Emblem Heroes zum Beispiel präpariert ist, aber das heißt ja nicht gleich, dass es auch für andere Spiele funktioniert. Und es ging auch tatsächlich nicht, also nicht zu spielen, aber ich konnte es installieren und das stimmt mich ein bisschen verwirrt. Ich glaube auch nicht, dass es damit zu tun hat, dass das Spiel noch nicht released ist, weil sonst hätte ich es ja auch, also sonst hätte ich auch alle anderen Spiele, die noch nicht released sind, nicht installieren können.
Er ist auf jeden Fall seltsam und ich versuche mal dahinter zu kommen, woran es liegen könnte. Ich vermute, vielleicht irgendein Speicherplatzfehler, weil ich gerade auch auf meinem Handy alles umgestellt habe, obwohl das auch seltsam ist, weil auch viel größere Spiele sich darauf noch installieren lassen. Aber naja, mal sehen. Ich habe auf jeden Fall Dragalia Lost noch nicht angefangen. Ja. So eine Stand sieht man da. Okay, das ist aber nur für uns. Hier sind nur die Prämien. Ach ja, okay, stimmt. Dann gehen wir hier komplett raus für die aktuellen Details. Mist, aber ja gut. Sehen wir noch mal kurz, wer alles so am Start ist. Komme ich jetzt auch wieder zurück, ohne dass es... Ah, wow. Ich lerne dazu, wie man den Emulator steuert, sodass nicht alles gleich abkackt oder so. Ja, ist denn jemand von euch mit mir an Bord bei Robin? Oder seid ihr natürlich alle bei den kleinen süßen Mädels? Oder eventuell bei Hector, Niles? Es ist doch Niles, oder? Ich benutze den so selten und ich bin mir immer ein bisschen unsicher, aber ja, es müsste Niles gewesen sein. Ja, oder Aris? Stimmt, Aris wäre eigentlich auch noch richtig gut gewesen, um ihn zu joinen. Ist auf jeden Fall meine zweite Wahl erstmal. Und irgendwann die weibliche Morgan, weil sie ist ja eigentlich, ich mag sie irgendwie auch. Es ist ganz schön gemein, dass die beiden gegeneinander antreten und man so auf jeden Fall gegen jemanden sein muss. Auch wenn es natürlich eigentlich recht unerheblich ist, wie was endet, weil wir sind natürlich nur hier für die Sphäre, nicht für die Sphäre, für die Feder. Schon Ewigkeit noch nicht mehr geguckt, wie viele es insgesamt gibt. Und ich muss sagen, das sind gar nicht so viele. Also zusammengerechnet ist es natürlich ein bisschen mehr, aber... Könnte besser sein. Steht hier bei insgesamt. Na, immerhin, hier gibt es 3000, wenn man unter den ersten 1000 ist. Aber naja. Okay, gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen und ansonsten bis dahin, liebe Grüße, eure Kyoko.